Ja, hallo zusammen. Ja, Plifter, the show must go on, könnte man sagen. Ja, ich habe ja in meinem letzten Video davon gesprochen, wie da unsere Band ja auseinandergefallen ist. Und ja, es gab auch ein paar kritische Kommentare dazu. Und ich habe es ja auch zugegeben. Ich bin auch nicht der einfachste Typ und so, aber man kann alles besprechen, alle Konflikte, alle Probleme kann man besprechen, eine Lösung finden und das war's. Und dann ist gut, ja. Wenn man natürlich nichts sagt, die Bandmitglieder nichts sagen, und dann irgendwann sagt man einfach das und das und das war nicht gut, ich steige aus. Also was soll das, ja? Also wenn es irgendein Problem gibt, kann man das besprechen, oder? Das, so etwas, ja, nennt man eben Kommunikation und es gibt eben Leute, die können das nicht. Die können das einfach nicht. Ich weiß nicht warum. Also wenn ich in einer Band spiele und mir passt irgendetwas nicht, irgendein Song oder etwas Menschliches oder jemand, der immer ausruft oder was auch immer, ja, dann spreche ich das an. Ganz ruhig sitzt man schnell zusammen, spricht das an, bespricht das und findet eine Lösung, einen Kompromiss oder was auch immer und dann ist gut, ja. Aber das habe ich als letztes Mal schon erwähnt. Vielleicht generell, wenn man eben in einer Band spielen möchte, ja, und man ist vielleicht noch nicht so ein super Profi oder noch nicht so erfahren oder ist wieder ein Steiger, hat vielleicht 10 Jahre oder 20 Jahre nicht mehr gespielt und möchte wieder anfangen, ja. Das ist alles okay, ja. Aber wenn du in einer Band spielen musst, dann musst du dir einfach bewusst sein, das braucht Zeit, ja. Die Band muss dann halt einfach an erster Stelle kommen, oder? Und andere Hobbys müssen halt dann an zweiter, dritter Stelle kommen, wenn überhaupt, ja. Weil in einer Band spielen erfordert viel Zeit. Nicht nur diese einmal Probe in der Woche, sondern wirklich, das braucht viel Zeit. Du musst zu Hause üben. Täglich üben, ja, und das braucht einfach, diese Zeit musst du dir einfach nehmen. Und wenn du dir diese Zeit nicht nehmen willst oder kannst, dann lass es sein, ja, bitte lass es sein. Spiele nicht in einer Band, auch wenn das nur eine Hobbyband ist, lass es sein, ja, das bringt nichts, ja. Und hier bei Plifter war es eben zum Teil so, ja. Dass eben Leute noch, weiß ich, 10 andere Hobbys oder was auch irgendwas oder was auch immer hatten und dann nur noch so schnell in die Probe husten und so und. Das geht einfach nicht. Und man muss einfach anwesend sein an der Probe. Man kann nicht jedes dritte Mal, jedes dritte, vierte Mal fehlen. Das ist eben auch nicht gut. Ja. Und wenn man dann das Gefühl hat, ich muss einmal in der Probe und ab und zu mal live spielen, ja, dass das wie ein zweiter Job sei. Also dieser Satz werde ich nicht, niemals mehr vergessen, ja, von einem Ex-Mitglied von Plifter. Ja. Wenn das für dich ein zweiter Job ist, einmal proben in der Woche und ab und zu mal live spielen, ja. Also dann weiß ich auch nicht, was da schief läuft. Ja? Also ich gehe gern zur Probe und ich spiele auch gerne live. Und das ist aber kein zweiter Job. Das ist geil, das ist das Hobby, das macht man auch Spaß, das gefällt einem. Das ist alles andere als ein zweiter Job. Also ein Job ist wirklich dann mühsam dagegen, aber das ist wirklich alles andere. Natürlich muss man dorthin fahren, zum Proberaum fahren, wieder zurückfahren, an die Konzertlocation fahren, wieder zurückfahren. Natürlich, das braucht auch Zeit, aber das ist kein zweiter Job. Also ich glaube, da sind wir uns sicher, die meisten, die mir hier zuschauen, sind wir uns sicher einig, dass das kein zweiter Job ist, ja. Aber eben eine Grundregel, wenn du auch wenn du Anfänger bist oder Wiedereinsteiger und du möchtest in einer Band spielen, dann musst du dich voll reinhängen und dich wirklich voll auf Spielen konzentrieren, auf dein Gitarrenspiel oder was es dann ist und nicht noch irgendwelche technischen Fragen und dieses und jenes möchte ich noch, das und das wäre noch cool und das, nein. Konzentriere dich nur auf Spielen, nimm irgendeine Gitarre, da muss keine teure sein, egal, oder dein Instrument muss nicht teuer sein, kann gebraucht sein, kein Problem. Das kann das Billigste vom Billigsten sein. Konzentriere dich einfach auf Spielen, ja. Dass du das lernst, täglich diszipliniert spielen, üben, üben, üben. Und irgendwelche Sachen, technischen Sachen, bessere Instrumente und so weiter, das kannst du später immer noch kaufen. Das läuft dir nicht davon, ja. Und deshalb sage ich immer, ja, konzentriere dich nur auf Spielen, nur auf den ersten Song, zuerst mal den ersten Song lernen, ja. Step by step, zuerst nur das Intro. Wenn du das kannst, dann nur die Strophe, dann nur der Refrain und so weiter, ja. Und am Schluss klappt es dann, ja. Aber du musst dich einfach wirklich voll reinhängen, dann funktioniert das absolut nicht. Du musst motiviert sein, du musst die Ziele mit der Band mittragen, du musst täglich üben und so weiter. Das nur als kleiner Hinweis. Plifter eben, wie gesagt, die Show must go on. Wir haben ja jetzt einen Schlagzeuger gefunden und einen Bassisten. Der Bassist ist Anfänger, das wird schwierig. Er ist jetzt dreimal gekommen. Er macht Fortschritte, aber es ist nicht so viel.
wie ich erhofft habe, weil ich habe ihm extra einen einfachen Gesang zum Beginnen genommen, den er lernen kann. Und dass, ich sehe da ja, gewisse Probleme auftauchen. Ich denke dass nicht, dass das langfristig funktionieren könnte. Er hat jetzt 2 Wochen Zeit zum Üben, weil die nächste Probe findet an einem anderen Ort statt. Weil ich habe, ja, das ist wieder eine Nebengeschichte, ich habe einen Schlagzeuger gefunden, der hat auch einen Proberaum, einen anderen Schlagzeuger. Und er hat mich jetzt dort eingeladen und jetzt werde ich mal nächstes Mal zu ihm gehen und jetzt kann der Anfänger, was ist, in aller Ruhe üben. Und dann werden wir sehen. Also wenn er den Song dann immer noch nicht drauf hat, dann bringt es nichts. Ja, dann muss man es sein lassen. Also wenn du Anfänger bist, musst du dich wirklich voll reinhängen und eben nur auf Spielen konzentrieren, nicht noch andere Sachen. Das ist eben auch so ein Thema bei ihm. Aber ich möchte jetzt da nicht ins Detail gehen. Sonst ist er ein angenehmer Typ, wirklich. Aber ja, ich sehe da gewisse Probleme kommen. Aber das ist auch kein Problem. Die Fakten sind ja von Anfang an bekannt. Ja. Nicht wie bei den Ex-Mitgliedern. Plötzlich will man nicht mehr oder was auch immer. Ja, ja eben, es ist eben eine schwierige Sache so in einer Band. Die Leute müssen ja wirklich entschlossen sein. Das ist sehr wichtig. Du musst wirklich entschlossen sein, in einer Band mitzuspielen, sonst bringt das nichts. Auch wenn es nur eine Hobbyband ist. Wenn du noch x andere Interessen und x andere Hobbys hast, dann funktioniert das einfach nicht. Ja. Und das habe ich jetzt leider bei Plifter schmerzlich wieder erfahren. Anfänglich hat es eigentlich ganz gut ausgesehen und am Schluss hat sich eben auch gezeigt, dass es eben an einigem fehlt. Wie gesagt, ich bin auch nicht unschuldig, ich bin auch manchmal ein bisschen emotional und so. Es hat auch ein paar Konflikte gegeben, wo ich ein bisschen ausgerastet bin, aber das gebe ich auch offen zu. Aber dann kam, wenn sich die Wogen geglättet haben, kann man das da wieder darüber sprechen und eine Lösung finden. Ja. Also an mir soll es nicht liegen. Da kann man alles, es gibt für alles eine Lösung. Ja. Einfach davon zu springen, ich höre auf, ich steige aus und so, das ist keine Lösung. Ja. Das ist einfach eine Kurzschlusshandlung, ich will nicht mehr, ich gehe, tschüss. Also das würde ich nie machen. Wenn ich in einer Band spiele und es gibt irgendwelche Konflikte und so, dann spreche ich das an. Ruhig und sachlich spreche ich das an, bespreche das mit den anderen, was haltet ihr davon und so, und dann findet man eine Lösung. Ja. Also das war eigentlich schon, war nur ein kurzes Update, weil ich habe jetzt gerade Zeit und wie es weitergeht, weiß ich noch nicht, aber ich bin jetzt wieder voll dran. Ist zwar mühsam, logisch, wir hätten 6 Songs fertig gehabt, hätten live spielen können, das geht jetzt alles nicht, weil diese Leute ja nicht mehr wollen. Das ist natürlich schade, aber was soll's, das Leben geht weiter und ich mache jetzt bin jetzt wieder Vollgas daran, die Band wieder aufzubauen und die Songs einzuspielen und dann schauen wir weiter. Ja. Falls ihr noch jemanden kennt, einen zweiten Gitarristen könnten wir noch gebrauchen. Das eilt aber nicht, weil es geht auch zuerst auch nur als Trio, Bass, Gitarre, Schlagzeug geht auch. Oder wenn ihr einen Gitarristen oder einen Bassisten kennt, könnt ihr mir das auch mitteilen oder ihr selbst Lust hättet. Könnt ihr mir das auch mitteilen? Ihr wisst ja, wo ich bin. Also, dann in dem Fall macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!